Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Speed Shop. Alter, ich habe heute Morgen, ne? Ich krieg dann Kotzen. So, pass auf, heute haben wir schon was vor, Roadtrip-mäßig, aber erstmal muss ich was erzählen. So, pass auf, wir haben jetzt ja Montagmorgen, für euch eigentlich rein theoretisch gestern, weil ich ja keine Zeitplatte zu habe, weil ich ja nicht vorgedreht habe, aber ist auch egal, das passt ja trotzdem. Ja, ich war Sonntag jetzt zu Hause bei meiner Familie, ein bisschen getüdelt und keine Ahnung was. Ne? Hatte den K30 auf der Auffahrt stehen, weil der Wartburg 353 Fenster verreckt ist. Fenster war halt dauerhaft offen. Konnte nicht mitfahren, war scheiße. Da kommt noch was zu dem Thema gleich, ihr lacht gleich tot. Pass auf, dann morgens früh um 7:30. Ich bewege meinen Arsch nach draußen mit Hanna zusammen, wir wollen zur Schule fahren. Was ist? K30 eingefroren. Ich denke, scheiße, wärst mal am Sonntag zur Halle gefahren, wusste, dass es kalt wird, hätte mal ein anderes Auto geholt, mit der funktionierenden Heizung. Das kannst du echt keinen erzählen, Mann. Ich dann, ich sag, Schatz, ich brauch dein Auto. Ich geh nach Tina ins Auto, an ihren hier, der hat so ein Seat, so ein Orangen, ne? Dann Ibiza, steigt da ein, fahr los, mach die Scheiben irgendwie frei, geht auch alles. Und hier, ja, so Fenster auszumachen, Fenster ging nicht auf, wieder hochgemacht, alles gut, ne? Hat aber Schüler abgeliefert, ein bisschen zu spät sogar. Hat echt lange gedauert, die Scheiße. Dann wieder zurück nach Hause. Sie hat auf der Auffahrt gestellt, denn jetzt ist er schon ein bisschen warm gelaufen, aber die Heizung hat unten draußen nicht gewirkt, logischerweise. Ja, ich mach dieses Auto aus, mach die Tür auf, saus mir die Scheibe runter. Radam! Mitten Rabums. Ich krieg dann Kotzen. Ich, so ein Hals, so eine Laune, ich kann auch nicht warten. Was soll die Scheiße? VAG-Scheiße, keine Ahnung, aber taugt ja nichts. Weißt du, ich sagte, dass er keine Heizung im Auto hat, aber rein theoretisch hätte er ja eigentlich eine. Wenn ich jetzt eine eingebaut hätte, hätte er jetzt auch eine Elektroheizung gewesen für Not, weil der Wagen soll jetzt ja eh nicht laufen im Winter oder kaum laufen, nur für die Firma halt am Mann. Da reicht die E-Heizung für aus. Im Sommer brauchst du keine Heizung. So, pass auf. Weiter geht's im Programm. Ich dann irgendwie, da kommt mein Nachbar Eike angefahren, das ist ein Kumpel von mir, sagt, du machst was denn los? Ja, dann rennst du da so komisch rum. Ich sag, Alter, ich hab keinen Bock, fahr weiter, Alter. Ich hab also keine Laune für nichts. Da kam mal wieder, haben wir den Fensterheber irgendwie wieder zusammengetütet, dass er wesentlich dazu geht. Jetzt haben wir mal gucken, woran das liegt, warum der Fensterheber ausgehackt ist. Und die ist so wieder eingehackt, wenn wir Glück haben. Aber scheiße. Naja, jetzt wissen wir, wie mein Tag angefangen hat. Jetzt fahren wir nach Friedelburg. Dort steht ein Abstellwagen, dort steht ein Trailer. Und dann müssen wir jetzt nach Bremen. Wisst ihr Bescheid? So, weiter geht's im Programm. Ist ja auch kein Zustand. Da baut man sich extra ein Auto, was eine funktionierende Heizung hat, weißt du? Damit man dieses Auto im Winter nicht fahren muss und fährt trotzdem mit dem Auto, weil ein anderer Wagen verreckt ist. Naja gut, nichts gegen den Kackburg. Der hat 100.000 Jahre gestanden. Ich glaube, ein kaputter Fensterheber ist so das Geringste, ne? Weißt du, was er bei der Karre zustoßen kann nach der Standzeit. Aber trotzdem doof gelaufen. Also es ist echt doof gelaufen. Es ist eine brutale Ironie. Wenn ich Glück habe, hat sich Gordon da schon drum gekümmert. War wenigstens einer seiner Aufträge. Weil er war ja Sonntag auch in der Halle, nur ich konnte ja halt nicht. Ich war ja Familie eingebunden. Da ging es halt nicht. Nee, egal. So, weiter geht's. Wie ist der Top angesprungen? Dafür, dass wir -2 Grad hatten, ist er auf Schlag angesprungen. Aber nicht. Oh! Oh! Habt ihr gemerkt? Das war glatt. Ich hab gedriftet. Junge, das ist ein Rad hinten durchgegangen. Sachen gibt's. Ja, Pickup ist gefährlich bei Eis, weil kein Gewicht drauf ist. Komm mal gucken, ob ich überlebe. Vielleicht sterbe ich jetzt ja auch. Dann brauche ich wenigstens nicht nach Bremen fahren. Wäre auch ein Vorteil. Ich sage euch, heute ist ein komischer Tag. Heute habe ich irgendwie Bock gefressen oder so. So, den LT musste ich anbrücken. Und der ist eigentlich immer da am Sonntag in der Halle. Naja, was willst du machen? Steckst du nicht drin. Technik ist meistens geduldig. Geduldiger als ich auf jeden Fall. Ich habe Montagmorgen, wenn irgendwas nicht klappt, irgendeine Kleinigkeit nicht anspringt oder irgendwas nicht funktioniert, Alter, ich krieg gleich. Aber da hab ich keine Geduld, ne? Ich brauche einen Reifen, die Kühltheke, die da noch steht und sowas. Furchtbar, das ist die alte Kühltheke vom Museum, die dann ein Arsch war. Die wird heute noch von Schotti abgeholt werden. Aber sind wir heute unterwegs? Wir sind eine Zeit lang, nach Schotti dann kommt, hat halt Pech gehabt, ne? Ein gefrorener ML, da kam Vater ja auch nicht in den Potten mit. Das heißt, er geht jetzt im Autohandel. Ach, was ein Getüdel. Die Woche passiert noch ganz viel hier im Laden tatsächlich. Ganz viel, ganz viele Veränderungen. Also nichts Böses oder irgendwas, aber auf jeden Fall viele Sachen, die mal auf den Keks gehen. Oder andere müssen ausprobieren nach Schweiß. Guck mal, da hinten ist
Ah, furchtbar. Überall Arbeit. So, Anhängermodus. Hauptsache, dass wir loskommen. Übrigens, Gordon ist auch dabei. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Maske mit. Ah, scheiße, stehe ich hier in der Tankstelle am Arsch der Welt, habe keine Maske mit. Gordon ist gerade hinten zum Bäcker gerannt. Da ist ein Bäcker irgendwo. Das heißt, ich werde jetzt auf Gordon. Der hat nämlich eine Maske, dann kann er nicht bezahlen gehen. Scheiße. Aber manchmal ist das so. Manchmal kannst du nicht an alles denken. Auf einmal so Corona-Zeiten, die Maske vergessen ist schon hart. Ich habe nicht mal eine Altmaske in der Tasche oder irgendwas, so eine altranzige. Und, nur falls, ne, man könnte ja auch, ne, aber den alten Schlüpfer lasse ich mal lieber liegen. Oh. Scheiß, jetzt haben wir eine Maske gekauft. So eine scheiß Maske kostet richtig Geld, Alter. 1,50 Euro, eigentlich purer Beschiss, was soll ich machen? Ich habe jetzt auch eine Maske geworden, 1,50 Euro. Oh, da sind wir wieder am Luren. Oh. Oh. So, aufgeladen haben wir. Ich habe noch einiges am Preis machen können, weil es ist schon ziemlich ein Schrott, den wir mitgenommen haben. Also das Auto hinten drauf, der Astra ist gut. Also heißt gut, der ist halt rostig, ne? Aber es ist ein Auto, den kriegen wir wieder hin. Ich sage euch mal, was Phase ist, warum ich den Wagen halt so geil finde. Warum ich auch finde, dass der Wagen weiterleben sollte. Ne? Wirklich. Schauen wir gleich mal. So, aber hier ist auch ein BMW hinten drauf. Oha, guck mal, guck mal hier richtig. Junge, Junge. Ja. So. Ist sogar noch was gewesen, ne? Gut, wir sind auch voll die Verkehrsbremse mit dem LT. Geh du mal deine Google-Recherche weiter starten. Rinteln ist auch ein Schott. Rinteln? Das ist ein Schott. Wo ist denn Rinteln? Hast du nicht was hast du gesagt? Lintig. Lintig. Ah, Alter, ich war schon Rinteln. Hören wir gleich mal hin. Aber es ist ein anderes Video. Treue Suche. Nur Bremerhaven wahrscheinlich. Als nächstes Dings. So, pass auf. Eben dazu. Wir sind überlegen. Wir haben jetzt ja hier zwei Autos drauf. Ne? Einmal haben wir diesen E34. Eigentlich ein total schönes Auto. E34 ist so ein Ding. Und auch sagen könnte, so als Ultramar-Fan, langsam kommen die. Ne? Ehrlich. Schönes Ding. Leider ist er nicht ganz so schön, wie ihr denkt, weil ich erzähle noch einiges dazu. Dann haben wir diesen Astra hier, das ist ein Astra F Kombi, habe ich jetzt nur mitgenommen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Auto zu schade für einen Schrott ist. Wisst ihr warum? Zweite Hand, er hat mal die gelebt, ich habe auch schon mal einen Heckschaden gehabt vor Ewigkeiten, weil die Stoßstange eine andere Farbe hat hier hinter, ne? Rentnerkiste gewesen. Guck mal hier, wir gucken mal rein in die Tür, da sehen wir, original 81.000 Kilometer, noch einige Sachen oben drauf bekommen. Das ist ein Community-Vorteil, ein paar Folien, die rumlagen bei ihm und sowas, ne? Ganz cool. Weißt du, ich sammle ja immer alles. Ich bin also Messi. Haben wir noch was? Lederausstattung liegt hier noch drin für den BMW. Die ist leider nicht mehr so gut erhalten. Das Felgen noch, 5 Loch, 5x120. Ne? Ihr seht hier, das Auto ist okay. Ne? Mit der Laufleistung, der Wagen hat einen TÜV-Bericht dabei, der hat nur Rostmängel. Viele Rostmängel hat nur Rostmängel. Das heißt, den schweißen wir, wenn wir auf der Straße, der Motor läuft top, er fährt schön, er lenkt, er sieht ganz gut aus. Ey, keine 100.000 gelaufen. Wer schmeißt so ein Auto weg? Keiner, wir nicht. So, pass auf, jetzt kommt der BMW. Da will ich hin und her tüdeln. Weil hier gibt es einen großen Schrottplatz in der Nähe, Schrottplatz Hermann in Lintig. Da würde ich eh mal filmen, mal vor Ewigkeiten. Und ich kann da sicherlich filmen, wenn ich da ganz lieb frage. Und vielleicht lassen wir den BMW dann da. Hier, E34, 520i. War sehr günstig, habe ich gut aushandeln können vom Preis hier. Tatsächlich, aber heißt günstig, der war im Zustand entsprechend. Ist halt eine Gurke. Ne, Lederstelle ist drin, Dachrümmel hängt runter, Fahrersitz ist kaputt gescheuert, Lenkrad ist nicht angeschlossen. Da war eine Akte aufzuladen, Katastrophe. Ne? Grüne Plakette, hat Papiere, alles, ist ja alles schön und gut, hat Gasanlage gehabt. Also total das Ding. Also wenn er jetzt zusammen gewesen wäre, hätte ich ihn locker fertig gemacht. Aber guck mal hier, ich weiß mal die Haube auf. Hier. Alles zerlegt. Der ganze Motor ist komplett zerlegt worden. Den wollen sie mal ausbauen und gegen größeren Motor tauschen oder irgendwas hier. Kabelbaum haben sie zerpflückt. Ne, hier haben sie es auseinandergenommen. Brüssel ist noch drauf, das ist schon mal ganz schön. Ne? Der ganze Wagen ist in Teilen zerlegt.
was wirklich, wirklich schade drum ist. Ne? Aber für uns ist das dann halt, guck mal, der hat einen Zahnriemen gehabt übrigens. BMW-Motor mit Zahnriemen, auch ganz selten, Sechszylinder. Frühes Modell. Deswegen umso trauriger haben dieses Auto, weil es eigentlich ein schönes Auto ist. Ne, aber es ist ein wirtschaftlicher, der lohnt sich nicht mehr, der Wagen. Der ist durchgerostet an vielen Stellen. Der ist hier, gucken wir mal in den Innenraum nochmal rein, hier hinten. Der Grill, der ganze Rest davon. Ist nichts mehr. Schade. Schade. Ich wusste, der Preis war billig. Und ich wusste, fährst du mal hin, guckst du dir mal an. Verlust machen kannst du damit eigentlich nicht. Bis ins Null fahren. Ich denke, wir machen so einen kleinen Gewinn an dem Auto hier, diesen hier. Sonst gucken wir hier. Ihr seht, hier Tür ist verrostet. Ihr seht. Das ist mir das beste Ding. Das Beste ist, das Neue ist noch nicht von ab. Das ist alles ab. Kann es noch original unter. Ihr seht, hier Motor ist sehr ölfeucht. Schweller ist leider auch nicht mehr so gut. Hier geht er noch auf Fahrerseite, weil er nicht geklopft wurde. Beifahrerseite habe ich mir vorhin schon angeguckt. Ist ja tatsächlich hier schon leckgeschlagen. Der war damals auch hier an der Stelle. Der war auch weg. Ne? War auch so eingefahren. Lange Zeit sogar tatsächlich. Ein gutes Auto. Aber 525 hatte ich einen gehabt. Ja, deswegen haben wir gedacht, lass ihn noch in Fahrt bringen. Müssen wir dann den Wilhelmshaven mit zurückschleppen, bei uns abladen. Wenn die das Ding bei Hermann haben wollen und mir dafür ein bisschen mehr bieten, als ich bezahlt habe, können die es haben. Wir drehen schon eine Schrottplatztour, ein bisschen Abwechslung. Nehmen den Astra hier mit und den Astra machen wir fertig. Und nehmen Autos von da noch mit. Wer weiß das schon? Ich weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, 81.000 gelaufen, das schmeißen wir nicht. Das ist zu schade. Die Original-Fußmatten liegen noch drin. Der ist nur verwarzt worden von irgendwen, der danach gefahren hat ein bisschen. Und dann kam halt der TÜV und der TÜV hat dann entschieden, dass es auch nicht mehr läuft. Weil so rostig. Sonst ein super Ding. Ne, so viel dazu. Ne, ihr wisst ja, Max Speedshop Gurki Spezial. Wir haben auch ein Herz für die abgeranztesten Kisten, aber den finde ich gar nicht mal so abgeranzt. Ich finde es besser als man auf den ersten Blick denkt. Ich glaube, der ist. Technisch kannst du den Wagen noch Ewigkeiten fahren. Ganz sicher, wenn er einmal ordentlich gemacht wurde. Ja, und der hier halt, ist halt ein wirtschaftlicher, ne? Wo wollen wir da anfangen? Wenn wir jetzt einen zweiten hätten und wissen, wie das zusammengehört alles und so zusammenpuzzeln könnten, könnten wir sagen, komm, puzzeln wir zusammen, aber dann haben wir noch Rostprobleme, wir haben wenig Ausstattung an dem Auto, wir haben den falschen Motor drin, einen sehr kleinen Motor nur. Finanziell ein Desaster, das Ding. Aber es war günstig, ne? Es war einfach günstig und dann nimmt man es halt mit und ich werde trotzdem noch mit mindestens eine Null fahren. Ich glaube sogar ein Plus. Schade. Ich hätte auch gerne einen fertig gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt werde ich mich an mein Handy ransetzen. Ich werde mit meinem wunderschönen Handy einen Videotitel schreiben für euch, damit ihr heute ein Video habt. Und dann fahren wir weiter. Weil Auto Hermann ist auch noch eine Stunde von mir weg. Läuft. So, Freunde, jetzt haben wir... Ich will nicht sagen, dass wir Gewinn gemacht haben, groß, aber wir haben unsere Kosten wieder drin. Ne? Wir haben jetzt den BMW i34 mit verkauft, weil der einfach, der war nicht mehr zu retten. Ne? Ich glaube, wenn er den geschmeißen hat, hat er gekündigt. Er hat gesagt, leck mich am Arsch. Ja, du musst mir holen. Obwohl, ich glaube, vielleicht finde ich es so schlimm. Der Problem wäre das Puzzle. Er hat ja gesagt, fleckenmäßig soll er gehen. Glaube ich sogar auch, ne? Aber anderweitig willst du, dann nehmen wir den Scheiß. Jetzt haben wir Ledersitze noch von dem Auto. Alles auseinandergerissen, alles kaputt. Das war nicht passiert. Also siehst du, die Lenkung, die sie auseinandergebrochen haben. Ja, vor allem die Lenkung, die muss man. Die kannst du nicht mal in den Hammer mehr zusammenklauen. Wollen wir ja probieren. Ja. Schrecklich. Verstehe ich nicht. Wieso braucht man ein Auto auseinander, dass es in Ewigkeiten steht? Verstehe ich sowas nicht. Also wenn ich ein Auto Ewigkeiten stehen lasse, brauche ich es nicht auseinander vorher. Naja, egal, so viel zum E34. Schade drum, aber. Wir werden immer einen besseren finden, aber der ist definitiv nichts. Aber wir haben einen ziemlich guten Astra da hinten drauf. Auch wenn er jetzt in euren Augen ziemlich müllig aussieht, ist der Potenzial. Da kommt übrigens, das Auto hat gelaufen, drei Häuser weiter, wo ich wohne. Ehrlich jetzt. Das Auto kenne ich sogar, also ich kenne es nicht, ich habe es nie so richtig gesehen, aber es kommt aus meiner Nachbarschaft. Das ist schon ein Grund dafür und ich habe das irgendwo hier bei Bremen abgeholt. Das ist schon cool genug. So, auf nach Hause. Ich muss es ranhalten, weil die Zeit hängt es wirklich im Nacken. Wir haben vor uns
Marke, so ein BMW. Ist das X1 oder X2 oder was? Nee, X nicht, hier. I1. Ja, ja. Elektro, ne? Alter, sobald Sonnenlicht kommt, komplett überblendet und hält an. Der dreimal die Straße angehalten. Lebensgefährlicher Kollege. Dass einer hinterherfährt und jetzt auch nichts sehen kann, der geht auch so hinten drauf. Also die bei mir jetzt da, die bei mir schützen die so ein bisschen. Eichhörnerfalter, keine Ahnung, haben die modern ausgehört, Sonnenblenden mehr oder was? Verrückt. Seht ihr den Feierabend? Seht ihr, wie dunkel das ist? Furchtbar. So, hier ist dieser Astra, der ist komplett voll mit allem möglichen Scheiß, so eine Radkappe im Fußraum. Diesen Astra müssen wir definitiv morgen noch ausräumen. Flieg! Komm! Flieg! Hm? Der Schlüssel müsste ja vorne dann sein, ne? Du kommst von dem Briefkasten sein, ja. Kann ich das mal aufmachen da, ne? Ja klar, mach. So, ne? Genau, mach mal auf. Das passt. Naja, runter komm ich selber. So. Das hier ist so ein Auto, das ist so ein Ding, ich glaube, das würden viele wegschmeißen, weil die sagen, es ist Müll, ne? Und ich sag euch ehrlich, wie es ist. Der E34 gerade eben, der war ziemlich am Müll, aber ich mach den Motor jetzt mal an. So, Lampen. Alle Lampen gehen aus. Alle. Dann machen wir Licht an. Ne? 81.500 gelaufen. Boah, läuft super rund. Wunderbar, ne? Hier. Gibt's nichts zu meckern. Dieses Fahrzeug hat einen TÜV-Bericht dabei gehabt, wo nur Rostmängel drinstehen. Viele Rostmängel, aber Rostmängel. Jetzt die Frage, schmeißt man so ein Auto dann weg? Ist so mittelmäßig, ne? Ist natürlich nicht der beste Pflegezustand und keine Ahnung was, aber ich bin der Meinung, dass so ein Auto doch kein Schrott ist. Also ehrlich jetzt. Also jetzt so mein Kopf, die Kupplung ist schön griffig, die kommt schön früh, die fühlt sich gut an, die Servolenkung funktioniert top, der hat eine Servolenkung, das ist noch viel topper. Da können wir mal eine Hofprobe fahren mit dem Ding mal. Müssen wir rückwärts fahren. Top und topper. Eigentlich ganz lustig. Der gute Reifen drauf. Der hat einen ziemlich guten Motor, einen 1,6er, 8 Ventiler. Ein guter Motor, die laufen echt gut. Die gehen halten ewig. Der hat eine Scheibe beschlägt. Wir können die fette Lüftung. Oh Bruder, die Lüftung und Dampf. Alter, wo bin ich? Scheibenanlage geht auch. Ja, die geht. Perfekt. Oh, ich sehe noch nichts mehr. Also Pflegezustand, ich will nicht mal sagen, ist die Kiste eher so eine 4-. Aber das schaltet knackig. Das ist, du merkst diesem Auto an, ich darf ja nicht weiterfahren, du merkst diesem Auto einfach an, dass es noch nichts gelaufen hat in seinem Leben. Wieso schmeißt man sowas weg? Das Auto, das hat nicht bei mir gelandet, wäre doch ein Schrott gelandet, ich schwöre euch das. Das hat doch keiner gekauft. Nur ich. Und hoffen wir, er kauft das einer von mir. Und wir geben der Kiste noch eine Chance, ne? Wir jetzt, Max Bischoff, ich und Gordon, je nachdem, wie er euch tüdelt, ne? Der geht bei uns in den Handel, der wird fertig gemacht, schön gemacht. Außer natürlich hat er eben hier gravierende Mängel unten, dann ist eine andere Geschichte. Hat er eigentlich ABS? Der hat ABS, funktioniert sogar. Wunderbar. Hinten wird schon die ganzen Reifen hin und her. Wieso hängt ja eigentlich so ein Ding rum? Guck mal, was ist das denn? Wie geht das Licht eigentlich an? Ich glaube, ich soll da ziehen. Gucken wir mal. Zack, ja. Was ist das eigentlich für eine Lichterkette hier? Was ist das? Hier sind noch Leersätze drin von dem E34. Die wollten sie aber einen Schrott nicht haben, leider. Aber ist nicht so mega schlimm, von dem man eben fast Tor. Guck mal, der hat sogar einen Nebelscheinwerfer, glaube ich, oder? Ja, Nebel hat er auch. Geil! Das ist doch ein schönes Auto. Ich finde, das ist ein super Ding. Radio funktioniert nicht, Raucherauto. Ich muss den mal durchgucken. Also ich glaube, der hat nicht so viel. Also ich glaube, der ist tatsächlich eins der... Das hat so ein Auto, weißt du, wo das ich günstig verkaufen würde, also jetzt halt als Händler, ne? Und wo ich mir wenig Sorgen mache, dass es wiederkommt. Ehrlich, weil ich glaube, das ist ein gutes Auto. Ne, das ist eine Reparaturgeschichte, beziehungsweise auch das heißt eine Kundenreklamation, der Corsa. Den kennt ihr noch von früher, das ist der Corsa, wo ich damals die Scheibe geschrottet habe. Ich packe einfach hier vorne ein, muss den Kram morgen mal eben einsortieren, der im Auto liegt. So, packen den mal hier. Was seid ihr zu dem Astra? Habt ihr auch nicht viel davon gesehen jetzt, ne? Aber es ist der zweite Astra, der bei mir jetzt landet, tatsächlich, auch mit so wenig Laufleistung. Und hört mal, wie schön der läuft. Hört mal, echt, ohne Flachs. Ohne jetzt Händler zu spielen, der läuft echt schön. Hört ihr? Wirklich, wirklich schön. Ihr hört mich, seht nicht viel. Ich mach Licht an von dem Ding, dann seht auch ein bisschen was. Wisst ihr, wo ich ungefähr bin, warte? Licht. So. Hör, wie schön der läuft.
Opel 8 Ventiler, ganz geile Motoren. Schön. Wirklich, wirklich schön. Und ich bin kein Astra-Fan, aber ich finde, das ist ein Auto, was... Einzige, was ich ein bisschen doof finde mit dem Auto, was mich ein bisschen stören würde, ist, dass er keine Anhängerkupplung hat. Sonst ist es eigentlich nicht verkehrt. Den machen wir wieder schön. Wirklich schön. Und er hat auch eine AU gekriegt. Weiß ich alles. Also läuft auch richtig. Mal ein bisschen Gas geben. Hat er noch einen Sound. Läuft doch. Fängt schon nicht schlecht an. Radio hat er. Zeug nicht drin, bis zum geht nicht mehr. Ja, ist halt eine Hobbyaufgabe, ne? Also hier ist viel. Der Sören, wo wir waren, wo ich den gekauft habe, den habt ihr jetzt nicht gesehen im Video. Ich gehe davon aus, ich hätte ihn noch zeigen können, weil er auch so Community dazugehört, ne? Der auf jeden Fall, er gibt so ein bisschen sein Hobby auf mit Schrauben und so, da hat er jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Er hat andere Prioritäten im Leben. Kennt ihr ZV, oder? Oh, das ist schlecht. Kann den Wagen nicht abschließen. Schloss ist gar nicht eingehakt. Das Schloss ist nicht eingehakt. Von außen. Sehen wir ausgehakt. Warte mal. Machen wir die Tür von innen zu. Gucken, ob er dann abschließt. Ja. Der Hebel vom Schloss zu diesem Ding oben ist ausgehakt. Das heißt, wir müssen das auch noch machen. Ist aber nicht viel Arbeit. Ist nur so ein Metallpanöpel-Dingsbums-Problem. Den kriegen wir hin. Zu schade für den Schrott. Ja, sorry für das dunkle Video. Und ich sag mal ein bisschen hier, sorry, ist eigentlich ganz geiles Video geworden, ne? Aber ich finde es so ein bisschen, bin gerne unterwegs mal wieder. Ganz wichtig. Der ist dran. Der kriegt jetzt seine Bremsen wieder drauf. Der Wagen da vorne. Ja, der Bremsen ist schon neu, das war meiner Schwester. Ich zoome mal eben vor euch dran, damit ihr wisst, ja, abgeht. Der Wagen verlässt mich heute. Er geht weg. Und die Bremsen ist mal neu gemacht für sie. Und dann geht der Megane meiner Schwester weg und wird wieder zugelassen und wird wieder gefahren. So Leute, ich würde sagen, das war unser Video. Morgen seht ihr wieder ein bisschen was hier. Ja, morgen seht ihr eine Schrottplatztour tatsächlich. Eine geile Schrottplatztour, die ihr nicht jeden Tag seht. Und übermorgen geht es weiter in unseren Projekten. Unter anderem, was ihr noch nicht so gesehen habt im Video, logischerweise ist, der E30 ist weiter als ihr denkt. Also technisch ist der E30 so gut wie fertig und der ist tatsächlich auch blechmäßig fertig. Aber es geht schon an die Optik. Und ihr wisst, die Optik ist ein zweischneidiges Schwert. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Munter!